Willkommen zum zweiten SRF Smalltalk. Ich speichere jetzt noch ein Video ab und das werde ich nachher auf YouTube hochladen. Und in der Zeit möchte ich euch etwas vorstellen. Letzte Woche hatte ich es ja schon angekündigt und heute habe ich es ausgepackt. Es sind zwei Kalender. Der eine, malerisches Sauerland. Hier sieht man das ganz genau. Hier sind Fotos drin, die ich malerisch bearbeitet habe oder gestaltet habe. Und zum anderen die Stadt Plettenberg. Beides natürlich für das Jahr 2022. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier unten, hier kann man es genau sehen. Genau. Und die werde ich verkaufen. Den großen Kalender für 25 Euro statt 29,99 und diesen, muss man dazu sagen, also der große, das ist DIN A3 und das ist DIN A4. Der DIN A4 Kalender, der kostet statt 19,99 15 Euro. Also wenn ihr Interesse dran habt, dann gerne melden bei mir. Ich werde in der Videobeschreibung noch meine Kontakt-E-Mail-Adresse reinschreiben und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ihr könnt die Kalender natürlich bei mir abholen. Sagt einfach vorher Bescheid, damit ich zu Hause bin. Und dann werde ich euch die Kalender überreichen. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich war jetzt am Wochenende oder beziehungsweise jetzt gestern am Sonntag bei der Sauerländer Kleinbahn unterwegs. St. Martin war zu Besuch und es fanden die Laternenfahrten statt. St. Martin hatte sich etwas verspätet. 10 Minuten, aber das war ja nicht schlimm. Dafür hat der Verein ganz gut improvisiert und das Verteilen der Brezeln vorgezogen. Und ich fand das auch eine ganz gute Sache. Und die Kinder haben sich natürlich darüber gefreut. Heute gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Das Wochenende war halt nur die Sauerländer Kleinbahn. Ansonsten war es ruhig, aber ich hoffe, dass sich doch noch ein bisschen mehr tut. Also ich weiß nur, dass Anfang Dezember wieder etwas sein soll, eine Aktion. Aber mehr will ich euch nicht verraten. Ich würde mal sagen, lasst euch einfach überraschen. Fotos kommen auf jeden Fall und ein Video sowieso. Zumindest hoffe ich, dass es stattfindet. Nicht, dass die neuen Maßnahmen das auch wieder verhindern wollen. Aber naja, es bleibt abzuwarten. Ich bin mal ganz gespannt. Nicht wundern, wenn ich hier dauernd auf dem Bildschirm sehe, weil ich kontrolliere gerade den fortlaufenden Abspeicherungsvorgang. Und der müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Wenn ich mir das jetzt so ansehe, sind es noch 28 Minuten. Naja, zumindest habe ich noch ein bisschen Zeit und kann ein bisschen quasseln. Wie gefällt euch denn der SRF Smalltalk? Soll ich so etwas öfters machen oder vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat? Also ich würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Habe ich das eigentlich schon im letzten Video erzählt? Die Videografie wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich bei der Fotografie bleiben wollte. Aber ich fand dieses Thema oder diese Geschichte sehr interessant, weil ich ja auch schon in meiner Jugend sehr viel mit der Videokamera gefilmt habe, Familienfeiern oder sonst irgendetwas. Und ich hatte irgendwie letztes Jahr auf einmal richtig Bock drauf, auf YouTube irgendetwas zu machen. Und seitdem erstelle ich die Videos, habe im Kleinen angefangen, ein paar Minuten, bin jetzt im Laufe der Zeit größer geworden, dass die Videos schon so ungefähr 10, 20, 30 Minuten lang sind. Und das neue Projekt, das ist die Akte MK und da werden solche Filme ungefähr mit einer Länge, ja, eine Stunde oder weniger zu sehen sein. Mich interessieren ja auch historische Anlagen, zum Beispiel die Burgruine Schwarzenberg oder sonstige historische Bauten, ob sie jetzt nun verfallen sind oder ob sie noch existieren und unter Denkmalschutz stehen. Also die Geschichte, die interessiert mich sehr und ich hoffe, dass das euch auch sehr interessiert. Im Moment habe ich keine neue historische Anlage, weil das Wetter momentan nicht so ganz mitspielt. Es ist kalt und es nieselt immer wieder und das ist nicht gerade vom Vorteil. Eine historische Anlage habe ich noch im Kopf, oder was heißt im Kopf, ich habe sie mir aufgeschrieben und ich will trotzdem mal versuchen, ob ich dieses Jahr noch dahin komme. Wenn nicht, ja, dann mache ich das halt irgendwann Anfang nächstes Jahr. Mit Lost Places, da muss ich mal sehen, ob man vielleicht irgendwo etwas findet, was frei zugänglich ist. Ansonsten, wenn es abgesperrt ist, werde ich natürlich fern davon bleiben, weil ich will keinen Ärger haben. Aber wenn irgendetwas offen ist, dann werde ich sehen, dass ich da vielleicht auch einen Film darüber mache.
ob es da irgendetwas, Aufzeichnung, geschichtliche Aufzeichnung gibt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht ist das auch interessant für euch. Mein neuer Kanal, die Akte im Karl, kann auch noch ein paar Abonnenten mehr vertragen. Also werde ich ihn in der Videobeschreibung verlinken und da könnt ihr euch mal umsehen. Es sind 2 Filme drauf und der Kanal soll auf jeden Fall in der nächsten Zeit oder zumindest in den nächsten Jahren deutlich wachsen. Tja, ich werde heute nicht mehr allzu viel tun. Meinen ganzen Schreibtisch, der ein bisschen unordentlich aussieht, aufräumen und dann werde ich mich darum kümmern, dass vielleicht dieses Video heute auch noch online gestellt werden kann. Und das, was ich jetzt gerade abspeichere, das wird gleich auf YouTube erscheinen. Und dann mache ich wirklich Feierabend und ich sage schon mal Danke fürs Ansehen dieses Videos, dieses Smalltalks, dieses zweiten Smalltalks. Und wir sehen uns irgendwann in den nächsten Tagen. Ich sage Tschüss, macht's gut und ciao.